Hallo auf dem Kanal Nadi F12 in Nadis Bücherwelt. Heute gibt es wieder eine Rezension von mir. Und zwar möchte ich euch heute über einen erwachsenen Fantasy-Roman erzählen. Die Schriftstellerin hat ihn mir vor Erscheinungstermin zur Verfügung gestellt und ich habe auch relativ schnell angefangen, darin zu lesen. Ich spreche von dem Roman Der erste Schamane Bärenherz von Anna Fricke. So sieht das Cover aus. Ich zeige euch das jetzt auf meinem iPad, weil ich einfach, auf dem Kindle sieht es einfach nicht so schön aus und deswegen dachte ich mir, das Cover muss man eigentlich in Farbe gesehen haben. Er ist am 1. März jetzt bei Amazon erschienen, da könnt ihr ihn euch also schon runterladen und er hat laut meinem Kindle 429 Seiten. Hier handelt es sich um einen Mehrteiler. Wie viele es genau werden, kann ich euch jetzt gar nicht genau sagen. Auf jeden Fall ist dieses hier der erste Band. In diesem Buch gibt es drei verschiedene Wesen auf der Erde. Zum einen sind da die Menschen, die längst die Herrschaft über die Erde an sich gerissen haben. Zum anderen sind da die Orks und die Orks dienen sozusagen als Sklaven den Menschen. Sie werden in einem Ghetto quasi festgehalten. Die Frauen dienen Zeit ihres Lebens bis ins hohe Alter hinein als Gebärmaschinen, so dass die Menschen einfach die Sicherheit haben, dass die Sklaven nie ausgehen. Und dann gibt es noch die Drachen. Ja, und die Drachen, die greifen immer wieder die Menschen an. In diesem Roman lernen wir Varroxian kennen. Varroxian ist ein Halborg und er wird natürlich von den Menschen nicht akzeptiert, aber auch von seinesgleichen, von den Orks wird er nicht akzeptiert, ja sogar Bestie genannt, weil er einfach anders aussieht wie seine Brüder oder wie alle anderen. Trotzdem ist Varroxian ein Ork, der ein sehr gutes Herz hat, der sehr, sehr an seiner Mutter hängt und die auch an ihm. Und als mal wieder die Drachen die Menschen angreifen und dadurch natürlich auch das Ghetto mit zerstören, gelingt Varroxian die Flucht. Und er streift durch die Wälder, er versteckt sich an sämtlichen Orten. Und als der Drachenangriff zu Ende ist und die Menschen feststellen, dass eben Varroxian fehlt, macht sich eine Kriegerin, eine Menschenkriegerin, Nilaya, auf die Suche nach diesem Ork, zusammen mit ihrem Ziehvater. Nilaya ist eine sehr harte Person. Sie hat einen riesengroßen Hass auf die Orks. Warum, weiß man nicht. Und sie setzt alles dran, Varroxian wieder zu finden, beziehungsweise, ja, egal ob tot oder lebendig. Und Varroxian, der durch die Welt reist, beziehungsweise auf der Flucht ist, landet letztendlich bei einer Hütte, in der ein Magier lebt. Und dieser Magier ist blind und er nimmt Varroxian bei sich auf. Varroxian geht davon aus, dass er gar nicht weiß, dass er ein Ork ist, dass der Magier ihn deswegen so gut behandelt. Und damit Varroxian bei dem Magier weiterleben kann, verlangt der Magier, dass er Varroxian zu einem Schamane ausbildet. Ja, und so passiert es dann auch. Varroxian lernt kämpfen, lernt die Magie kennen und setzt alles dran, um seinesgleichen, obwohl die so gar nichts für Varroxian übrig haben, zu retten, indem er versucht, die Göttin der Orks wieder zum Leben zu erwecken. Ja, mehr möchte ich euch jetzt über diese Geschichte nicht erzählen. Ich habe, wie gesagt, den Roman von der Schriftstellerin zur Verfügung gestellt bekommen und ich muss ehrlich sagen, hätte ich diesen Roman oder den Inhalt einfach irgendwo in einem Buchhandel oder eben bei Amazon gesehen,
hätte ich gedacht, nee, das ist so kein Thema, was mich interessiert. Als ich dann aber angefangen habe zu lesen, da war ich ganz, ganz schnell in dieser Geschichte gefangen. Anna Fricke hat einen ganz tollen Schreibstil, der einen wirklich in die Geschichte eintauchen lässt. Und gerade diese Verschiedenheit von den Menschen, den Orks, das hat mich wahnsinnig fasziniert und teilweise auch schockiert, wie mit den Orks da umgegangen wird, besonders mit den Frauen. Und mir hat dieser Roman wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich habe allerdings einen Mängel, deswegen habe ich 4 von 5 Sterne diesem Buch gegeben. Mir hat einfach die Ausbildung von Varroxiam bei dem Magier etwas zu lange gedauert. Das war so langatmig. Ich sag's einfach mal so, diese Ausbildung war langatmig, dann wiederum ging es wieder rasant voran und es passiert so viel, auch Dinge, die in der Seele von dem Varroxiam drinstecken, die so interessant sind, oder auch zu wissen, warum ist Nilaya so verbittert, warum hat sie so einen großen Hass gegen die Orks und warum ist sie so gar nicht gefühlsmäßig, wie eine Frau so sein soll, sondern warum ist sie eine Kriegerin und dermaßen gefühlskalt, wie sie rüberkommt. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den zweiten Band. Ich werde auf jeden Fall diese Fantasy-Reihe weiterlesen. Ich kann es euch empfehlen. 4 von 5 Sterne ist ein toller Roman und versucht es. Ich hoffe, ich konnte euch wieder einen tollen Tipp geben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.